Hallo, liebe Kinder. Viele Grüße heute aus der Kita. Ich bin Alex und möchte gerne mit euch heute eine Waldmeisterbowle herstellen. Für die Waldmeisterbowle brauchst du Apfelsaft. Nimm ruhig einen sehr guten Apfelsaft, der sehr lecker schmeckt. Dann brauchst du Sprudelwasser. Eine große Schüssel, wo die Waldmeister-Lumo angerührt wird. Eine Schüssel mit Wasser gefüllt, wo die Sachen drin gewaschen werden können. Dann brauchst du Zitrone. Einen Löffel zum Umrühren. Eine Schere. Ein Glas, einen Schöpflöffel und ein Sieb. Und dann brauchst du natürlich frischen Waldmeister. Den haben wir hier. Und so sieht Waldmeister aus, wenn er blüht. Zurzeit blüht er noch. Er blüht noch eine kurze Zeit. Und das sind die Blätter von dem Waldmeister. Die benutzen wir für unsere Limo. Und die habe ich gerade im Kita-Beet gepflückt. Du kannst jetzt noch Waldmeister entweder draußen finden, in der Natur, oder auch in gut sortierten Gemüsegeschäften oder Pflanzengeschäften. Den Waldmeister habe ich schon gut unter fließendem Wasser abgewaschen. Und für die Zubereitung der Limo nimm bitte nicht die blühenden Pflanzen, lieber die ohne Blüten, weil die blühenden Pflanzen, die schmecken dann vielleicht auch ein bisschen bitter. Ich zeige dir mal ein Rezept für die Limo. Hier ist der Apfelsaft, hier ist das Sprudelwasser, die Zitrone und der Waldmeister. Und das alles kommt in eine große Schüssel, wird verrührt und muss mindestens 30 Minuten ziehen. Ich nehme den Apfelsaft und gieße ungefähr einen halben Liter Apfelsaft in die Schüssel. Nun nehme ich den Waldmeister und lege ihn in die Schüssel hinein. Und zuletzt gebe ich noch Zitronenscheiben in die Limo. Dann schmeckt die Limo besonders frisch. Das Ganze lässt du ungefähr 30 Minuten stehen, dann schmeckt es schon ein bisschen waldmeisterig. Und wenn du es ungefähr 40 Minuten stehen lässt, dann wird der Geschmack intensiver. Ja, und dann, wenn der Waldmeister lange genug gezogen hat, dann füllen wir das Ganze einmal mit Sprudel auf und probieren. Hallo Kinder, hier bin ich wieder. Und die Waldmeister-Limo ist jetzt auch schon richtig gut durchgezogen. Wir haben die jetzt gut eine halbe Stunde stehen lassen. Man könnte es noch ein bisschen länger stehen lassen. Ihr wisst ja, dann wird sie intensiver. Ja, und wir gießen jetzt das Sprudelwasser in die Limo.
Da kannst du so einen halben Liter dann ungefähr nehmen. Oder einen Viertel Liter, auch ein bisschen weniger. Dann rühre ich noch einmal um. Und nun wird die Limo probiert. Du brauchst dafür das Sieb. Und dann gieße ich das Ganze mal in das Glas. Damit das Glas auch etwas schön aussieht, kannst du es auch dekorieren. Ich habe einen kleinen Schnitt in eine Zitrone gemacht, in eine Zitronenscheibe. Die kannst du dann auf das Glas stecken und lass es dir schmecken. Lecker. Ja, probier gerne einmal selber so eine Waldmeister-Limo aus. Und die Waldmeister-Saison ist ja auch bald zu Ende, weil bald haben wir ja Juni. Aber es hat schon die Holunderblüte angefangen zu blühen. Die Holunderblüte blüht so im Mai, Juni, Juli. Das heißt, du kannst sie jetzt noch längere Zeit finden. Und mit der Holunderblüte kannst du auch eine Limo machen. Das Rezept ist genau das gleiche wie das der Waldmeister-Limo. Nur statt Waldmeister tust du Holunderblüten hinein. Die Holunderblüten habe ich jetzt auch schon gewaschen. Und beim Holunder ist es wichtig, weil da sind manchmal noch so ganz kleine Tierchen drin, ganz kleine Käferchen. Du schneidest die Blüten ab. Die Blüten, die sind jetzt schon ein bisschen, lassen ein bisschen die Köpfe hängen. Genau, weil die habe ich gestern in Altona gepflückt. Hier in Rissen blühen die noch nicht. Genau, und deswegen, genau, am besten, wenn du eine Holunderlimo zubereitest, nimm ganz frische, dann lassen die Köpfe auch noch nicht so hängen. Die Blüten, die man auch Dolden nennt, die legst du einmal hier in das Wasser hinein. So, ich zeige es mal. Genau, und dann rührst die so ein bisschen ins Wasser hinein und dann musst du das Ganze so ungefähr 10 Minuten stehen lassen, weil dann kommen die ganzen Käfer raus, die da eventuell drin sind. Das Wasser mit den Käfern, das kippt am besten nach draußen in den Garten oder ja, irgendwo draußen in die Natur, damit die Käfer dann irgendwo hinkrabbeln können. Ja, und nach 10 Minuten nimmst du die Blüten wieder aus dem Wasser raus und wäscht die noch einmal mit fließendem Wasser ab. Ja, und wie es weitergeht, weißt du ja. Nämlich genau wie bei der Waldmeister-Limo. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim selber Ausprobieren und beim Trinken dieser super leckeren Limos. Tschüss, wir sehen uns hoffentlich bald wieder.